Hallo und herzlich willkommen zur ersten Folge vom Camper Cup. Als allererstes kommt der Teilnehmer, wie ihr schon hier vielleicht sehen könnt, richtig, Shockwave 291. Ich meine, die Zahl, die hat es noch ein bisschen verraten. Ansonsten, das ist der erste Spieler und das ist nicht durch Zufall der erste Spieler, sondern alle Spieler sind in der Reihenfolge, in der sie die Runde abgegeben haben. Das heißt, Shockwave war mit Abstand der Erste, der mir eine Runde geschickt hat, deswegen er auch als erstes gezeigt wird. Hat für mich den Vorteil, ich kann die Runde direkt gucken, sobald sie dann quasi geschickt wird und kann direkt Feedback geben, ob alles richtig war oder nicht und kann kurz das Ganze aufschreiben und habe nicht am letzten Tag alle 8 Runden auf einmal im Gesicht, sondern so kann man das Ganze schön aufteilen, halt wenn die Runden kommen. Ne? Das heißt aber auch für euch, dass ihr den genau gleichen Stand habt wie ich beim Gucken. Da hatte ich mich erst noch ein bisschen Entscheidungsschwierigkeiten gehabt, in welche Reihenfolge ich das Ganze mache, ob ich das jetzt nach Spiele sortiere oder nach den aktuell bestplatziertesten, was in Runde 1 eh schwierig gewesen wäre. Und alles irgendwie fand ich dann doof und deswegen habe ich gesagt, okay, weißt du was, machen das in der Reihenfolge, wie sie es abgeben. Dann weiß man nie, ist das jetzt eine gute Runde, eine schlechte Runde, welcher Spieler ist das eigentlich? Weil die haben eh alle an einen Helden zugewiesen, ne? Für euch nochmal, ihr habt es gerade eh schon mal gesehen, vielleicht, wenn ich es eingeblendet habe oder später, ich weiß es noch gar nicht. Das ist hier natürlich in der ersten Runde bei Shockwave der Held Attila der Hunde. Das heißt, dieser Held und der Spieler, die stehen ab sofort im gesamten Turnier immer zusammen. Das heißt also, wenn ihr auf dem Thumbnail oder auch in der Runde einfach mal Attila der Hunde sieht, dann ist es natürlich Shockwave 291 und umgedreht genauso. Und die erste Mission, die wir haben, ist William Wallace. Davon die letzte, die siebte Mission. Die Schlacht von Falkirk. Dachte, das wäre ein schöner, entspannter Einstieg. Und die Schlacht von Falkirk hat eigentlich, wir können mal ganz kurz hier den Gefechtsnabel ausschalten, ein relativ einfaches Ziel. Und zwar gibt es hier eine Burg und die muss kaputt gemacht werden. Das war's. Gleichzeitig muss man noch eine eigene Burg bauen und ansonsten ist dann die Runde abgeschlossen. Das ist alles, was man tun muss. Und es gibt drei Aufgaben. Ich werde sie jetzt in der ersten Runde einmal kurz ankratzen, auch nicht erklären, sondern nur kurz einmal so nur andichten. Ansonsten könnt ihr euch immer das Infovideo zu den einzelnen Runden angucken oder halt das Bewertungsvideo und Forschungsvideo in der neuen Runde am Sonntag in der nächsten Woche. Das heißt also immer jede zweite Woche sonntags kommt jetzt dazu ein Video, was die Ergebnisse der letzten Runde zusammenfasst und dann die nächste Runde für euch vorstellt. Während ihr dieses Video hier seht, genau jetzt gerade, kann es sogar sein, dass die Spieler sogar schon die nächste Runde spielen. Das heißt, das Ganze ist immer so ein bisschen versetzt. Okay? Aber die Aufgaben, ne? Die solltet ihr euch bitte immer im Infovideo angucken, weil die werde ich mal hier nur grob ankratzen. Ansonsten sage ich es euch trotzdem einmal kurz, und zwar Aufgabe Nummer 1 ist, gewinne die Mission so schnell wie möglich. Relativ simpel, hast du wenig Zeit, hast du gut Punkte. Aufgabe 2, gewinne die Mission mit so wenig Verlusten wie möglich. Bestmögliches Ergebnis, also 0 Verluste, gibt auch volle Punktzahl. Die Punktzahlen und wie die ganzen Sachen verteilt sind, auch das schaut ihr euch bitte in dem dazugehörigen Infovideo an, weil sonst wird das mit Erklärung immer ein bisschen zu viel. Und ich will das Ganze aufs Minimum halten, weil hier geht es ja nur ums Runde anschauen. Ja? Da das jetzt aber die allererste Folge ist, werde ich das hier nur einmal ganz kurz so ein bisschen erwähnen, bei allen anderen halt nicht, da habt ihr dann halt Pech. Und Aufgabe 3 ist, nutze nur die Einheit Plänkler. Das heißt also, wir werden eventuell ein, zwei Plänkler-Runden sehen in der ganzen ersten Runde. Bin mal gespannt, wer alles mit Plänkler ist überhaupt versucht. Ansonsten, ne, keine Aufgabe ist Pflicht. Die Aufgaben sind alle nur eine Möglichkeit. Wenn jetzt irgendeiner sagt, ey, ich lass mir jetzt eine Stunde Zeit und, dann greife ich erst an, hab irgendwie 1000 Verluste, weil übelst reingeschissen und hab nur mit, keine Ahnung, Dorfbewohnern gespielt, weil ich da Lust drauf hab, dann gibt das trotzdem 3 Punkte, weil die Plänkler gezählt haben. Doofes Beispiel. Er hat nur mit Rittern gespielt. Dann gibt es halt wahrscheinlich keine Punkte, weil du halt zu langsam, zu viele Verluste und die falsche Einheit hast. Wenn du jetzt die Mission nach einer Minute abgeschlossen hast, mit 0 Verlusten und du hast nur Plänkler genutzt, herzlichen Glückwunsch, du hast die volle Punktzahl, die 13, erreicht. Was aber wahrscheinlich quasi unmöglich für alle sein wird, die höchste Punktzahl zu erreichen, da die Aufgaben, wie auch bei allen anderen Runden, nicht unbedingt in die gleiche Richtung gehen, sondern eher so ein bisschen dem Ganzen entgegengesetzt sind und sich gegenseitig quasi schwerer oder leichter machen. Das heißt, wenn ich jetzt irgendwie hingehe und viel mit wenig Verlusten spielen, werde ich logischerweise wahrscheinlich auch ein bisschen länger benötigen, weil ich vorsichtiger spielen muss und so weiter, ne? Und umgedreht und alles. So, das zu der ganzen Grunderklärung. Ansonsten, wie gesagt, das Info wieder anschauen und dann gehen wir los. Wir gucken uns mal an, was der gute Shockwave alles gemacht hat. Die Engländer können jederzeit angreifen. Sie haben zwar schon ein paar Wälle, aber die sollten sie erweitern, sobald sie über genug Steine verfügen. Oh, 4 an Gold. Okay, ich dachte eigentlich Stein, aber Gold ist auch gut.
Eine Sache muss ich noch ganz zusammen, bevor wir uns das ganz kurz angucken. Das habe ich jetzt schon wieder fast vergessen. Infos über Infos über Infos. Ah. Egal, bleibt trotzdem bei mir. Muss sein. Die Erklärung, warum ich jetzt in diesem Dingen bin und nicht im Overlay von dem Capture Age, jetzt habe ich den Namen, ist ganz einfach. Ich habe tatsächlich Capture Age kurz probiert mit meinem eigenen Replay und das Ganze, es ist zwar irgendwie flüssig, aber es fühlt sich an, als würde es so mikro ruckeln und das durchgehend. Obwohl es eigentlich funktioniert. Also es ist nicht schlecht, es wirkt aber immer so, als wäre es so ein bisschen schwergängig und als ob die irgendwie so 10 bis 15 Frames fehlen. Aber es ist trotzdem irgendwie noch flüssig so. So die Mischung dazwischen ist das. Fand ich aber trotzdem irgendwie zu störend, als dass ich mir jetzt bei allen Replays angucken möchte, in allen Runden. Das wird einfach zu viel. Außerdem ist Capture Age auch deswegen nur hilfreich, wenn man beide Spieler gleichzeitig sehen möchte, wie sie spielen. Was gerade in einem PvP saugut ist, wenn man dann die Direktvergleiche hat. In der Kampagne hier geht es mir eh nur um die Spieler selbst. Das heißt also, die Anzeige, während ich einen Spieler verfolge hier und was wir hier oben sehen, plus Produktionsreihenfolge und allem drum dran, reicht. Ist sogar tatsächlich sogar schon fast noch besser, weil das Ganze so jetzt alle anderen Informationen von den anderen Spielern, die wir nicht brauchen, quasi ja nicht drin hat. Also in dem Fall ist sogar das Simplere das Bessere. Für mich zumindest, für diesen Zweck. Das heißt also, wir bleiben in dieser Ansicht nicht Capture Age, falls die Frage kommen sollte, weil flüssiger und eigentlich für dieses Projekt zumindest besser. Und wir können ja trotzdem hier Gefechtsnebel ein- und ausschalten, wir können alles sichtbar an- und ausmachen, wir können das Ganze ja trotzdem auch noch irgendwie hier mit den Spielern hin und her wechseln, wir können auch mal ganz kurz mit den Engländern reinschnuppern und so. Das sind ja alles Dinge, die sind ja trotzdem machbar, ne, so ist ja nicht. Und ihr habt hier unten ja trotzdem noch die Punkte stehen, ich weiß nicht, ob ich die noch umstellen kann. Guck mal, hier können wir auch machen, Dorfbewohner, Militär und sowas. Können wir uns ja alles anzeigen lassen, ne? Also so gesehen, es ist ja alles drin, ne? Da wir die Ressourcen eh die ganze Zeit sehen können, würde ich sogar schon fast sagen, huch, was es gibt. Hier Gesamtpunkte interessieren uns eigentlich weniger, die Gesamtpunkte ist eigentlich eh nicht so wichtig, deswegen würde ich sagen, schauen wir uns das Ganze immer in der Ansicht hier an, dass wir sehen, wie viele getötet und gestorben sind. Das ist mal eine ganz gute Ansicht, gerade bei dieser Aufgabe, die wir haben. Und ansonsten, keine Ahnung, finde ich eigentlich ganz gut so, weil Rohstoffe, die sehen wir ja eh, und die KI-Rohstoffe sind meistens relativ egal, meistens. Und das hier, ja, ne, was soll ich sagen, das ist jetzt auch nicht wirklich wichtig. Also bleiben wir bei der Ansicht hier, da sind alle wichtigen Informationen bei. Auch wenn dieser Text, der hier hin und her geht, ein bisschen nervig ist. So, jetzt ist aber meine Güte genug gequatscht. Aber das einmal am Anfang musste gesagt werden, was alles Phase ist, damit es auch funktioniert. So, also, ich sehe 4 Felder, 2 Holzfäller, ein Holzfäller und Dingens hier. Borgere. Ja, Starteinheiten dürfen übrigens benutzt werden. Nochmal so als kleine Nebeninfo, ne? Das heißt also, die können tatsächlich in der Verteidigung genutzt werden, solange sie nicht über den Fluss drüber gehen. Der Fluss ist das Einzige, was eine Sperrstelle ist. Mandatum. Wenn sie den berühren oder draufkämpfen, ist noch okay. Sollte aber schnellstmöglich sich wieder verpissen. Wer hier wirklich rüber geht oder ich sag mal, sie können auch Türme imaginäre bauen, um Grenze, ihre Stadt zu verteidigen. Dieses Skelett hier oder so, und zum Schutz in einem ist Turm schon kritisch. Bogenschützen können aus einem Turm herausschießen. Und wer auf der anderen Seite genau komplett steht, der hat halt die Aufgabe 3 komplett verkackt. Ja. Ansonsten haben wir 4 Goldhacker und erstmal Nahrung. Ganz viel Nahrung. Ist auch gut, ne? Wenn du 6 Nahrungssammler hast, kannst du auf jeden Fall schon mal in der Echo, ich sag mal, genug Nahrung haben für Dorfbewohner. Spam. Also easy. Und der erste Angriff der Engländer. 3-3 und Rambok, wo auch nochmal ein paar Sperrkämpfer drin sind. Yay. Mhm, der Wolf. Der Rest steht noch an der Basis. Hier wird eine Palisade gebaut, okay. Da wird also erstmal die Defensive angestrebt, aber nicht aus Stein. Moment mal ganz kurz. Wieso hast du nur 700 Stein? Siehst du, das habe ich zwar schon nicht mitbekommen. Ne, das könnt ihr jetzt bestimmt gesehen haben, aber ich denke mal, ich meine, wir sind auf dem Weg in die Ritterzeit. Okay, das kostet aber nicht so viel. Ich glaube, da wurde sich gerade Stein gekauft. Interessant. Also erst ein paar Dorfbewohner und dann Stein kaufen. Ritterzeit? Ja gut, dann kannst du halt eine Burg pushen, ne? Huh. Gut. Denkt dran, ne? Das ist nochmal eine wichtige Info. Ja, ich weiß schon wieder Info. Was soll ich machen? Ich werde hier Dinge ansprechen, drüber lästern. Nein, so schlimm ist nicht. Ich werde hier Dinge versuchen, irgendwie immer aus meiner Sicht zu sagen. Das heißt also auch, dass ich hier Dinge anmerke, die eventuell dem Spieler gar nicht bekannt waren, die er gar nicht gesehen hat, weil er gerade komplett woanders mit dem Kopf ist. Weißt du, wenn er jetzt hier kämpfen würde mit Micromanagement, kann es gut passieren, dass hier oben irgendwie ein Dorfbewohner Quatsch macht, was er gar nicht mitbekommt. Ne, so.
okay. Oder das Dorfzentrum eidelt mal ganz kurz. Ein Dorfbewohner steht halt da, statt W-Punkt gesetzt oder so. Das sind alles so Kleinigkeiten, die interessieren kein Schwein. Ja? So, das heißt also, ich werde sie natürlich trotzdem irgendwie anmerken oder gebe meinen Senf dazu ab. Also ich werde sehr, sehr hartes Backseat-Gaming betreiben. Ich werde natürlich auch zu vielen immer so ein bisschen, ich sag mal, ein bisschen Infos oder Knowledge von meiner Seite aus droppen, falls ich das kann. Ansonsten nehmt das alles nicht zu übel, ne, weil die Teilnehmer selber, dürft ihr nicht vergessen, das sind alles keine E-Sportler, das sind alles freiwillig gemeldete Personen, die hier Bock drauf haben. Also, die spielen wahrscheinlich genauso wie ich auch einfach drauf los. Und da sollte man immer davon ausgehen, dass jetzt hier nicht alles 100% präzise stimmt. Das heißt also, wenn jetzt mal irgendwo irgendein kleines Ding ist, wo ihr sagt, ach, das war aber schlecht, das hätte ich besser gemacht. Ja, kann sein, aber dann hättest du dich zum Turnier melden sollen. Ne, ich meine, jetzt ist es wahrscheinlich eh zu spät. Jetzt sind wir nur noch so viele Teilnehmer. Wenn du das jetzt sehen kannst, dann ist das geschlossen. Dann gibt es keinen achten Teilnehmer. Ansonsten hattet lange genug Zeit. Oder es hat sich schon ein Achter gemeldet und das Ganze ist eh für den Arsch, was ich jetzt gerade sage, weil ich nehme es ja im Voraus auf. Wäre natürlich ziemlich cool, weil das auf 8 Teilnehmer ausgelegt ist, das Event. So, jetzt aber wirklich, meine Güte, zu viel gequatscht. So, die Armee ist defensiv gesetzt. Hier ist zugemacht, der linke Weg ist offen. Okay. 4 Holzfell, also 4 und 6 Nahrung. Stein wird ignoriert, wird wahrscheinlich gar nicht abgebaut, denke ich mal, wenn schon gekauft wird. Darf halt Gold gehackt. Ich meine, warum nicht, ne? Ready. Ready. Ansonsten können wir uns mal ganz kurz den Gefechtsnebel angucken, ne? Man sieht nicht viel außer halt Angriffe. Wenn Sie einen Überschuss an Rohstoffen eines bestimmten Typs haben, können Sie ihn auf dem Marktplatz gegen Gold eintauschen. Danach können Sie mit dem Gold kaufen, was Sie benötigen. Ja, auch den Sprecher übrigens werde ich die ganze Zeit anlassen, auch wenn wir dann dasselbe immer wieder hören. Müssen Sie zum nächsten Zeitalter voranschreiten. Damit, selbst wenn wir auch wenn wir immer dasselbe hören sollten, kann es natürlich sein, dass die Zuschauer hier, also du jetzt gerade, nicht jede Runde sehen. Oder bei jeder zufällig irgendwie einsteigen oder die halt vorher, also vor der anderen sehen, dann soll es natürlich auch überall komplett sein. Das heißt also auch den Sprecher, auch wenn ich ihn dann wahrscheinlich 1000 Mal gehört habe, werde ich drin lassen. Der Ritterzeit. So. Ja, und wir überspringen natürlich auch nichts, ne? Es kann mal sein, dass ich schneller oder langsamer mache, aber wir überspringen hier nichts. Mhm. Wenn ich sage irgendwas von Mikro-Rucklern, guck mal, jetzt fängt es ja auch schon an. Frech. Oh, der ist aber knapp dran. Aber das ist gut. Kind? 6 davon, 4 davon. Nichts verloren. Bestimmen Sie das Kampfverhalten Ihrer Soldaten. Es ist nicht sehr wahrscheinlich, dass ein defensiver Soldat einen Feind angreift, der in seine Nähe kommt. Klicken Sie auf eine Militäreinheit und sehen Sie sich die Schaltflächen für Kampfverhalten im unteren linken Bildschirmbereich an. Glückwunsch! Sie werden in der Ritterzeit jede Menge zu tun haben. Zuerst sollten Sie versuchen, eine Belagerungswerkstatt zu bauen, um dort Rammböcke und andere Belagerungswaffen herzustellen. Mit den erweiterten Schaltflächen können Sie außerdem Soldaten damit beauftragen, zwischen 2 Punkten durch ein Gebiet zu patrouillieren, etwas zu bewachen oder einer anderen Einheit zu folgen. Okay, der Ritter ist auf jeden Fall knapp dabei, dass er sterben könnte. Ansonsten, wie wir hier sehen, ekotechnisch wurde... Da hat sich jetzt entschieden, zur Offensive zu gehen. Ansonsten Dorfbewohner, die jetzt weiter an Gold gehen. Nicht an was anderes, auch sehr interessant. Ui, okay, alles klar. Kid. Also eine Burg offensiv gebaut. Coole Sache, warum nicht, ne, klar. Aber da werden Waffenspielen gebaut. Das heißt, die dritte Aufgabe wird einfach drauf geschissen. Die erweiterten Schaltflächen gewähren Ihnen Zugriff auf neue Formationen. Mit einer Kastenformation können Sie beispielsweise schwächere Einheiten wie einen Mönch schützen. Mandatum? Ja, die Gegner keine Armee mehr auf jeden Fall. Das ist schon mal gut. Also ganz für sich ist das leider nicht hier, ne? Ärgerlich. In Ihrer neuen Belagerungswerkstatt können Sie nun Rammböcke herstellen. Rammböcke sind zwar langsam, halten jedoch einem Pfeilhagel stand und sind besonders gut dafür geeignet, Wälle niederzureißen. Mhm. Sie brauchen sicher einige Rammböcke, um die englische Burg anzugreifen. Eventuell müssen Sie zusätzliche Dorfbewohner damit beauftragen, Steine zu sammeln, damit Sie die Burg und die notwendigen Befestigungen bauen können. Ja, und damit ist übrigens auch die Aufgabe 3 fehlgeschlagen und es gibt keine Punkte für Aufgabe 3, da etwas anderes als ein Plänkler gebaut wurde. Weil auch das Erschaffen von Einheiten, die nicht plänklertechnisch sind oder nicht militärisch, zählen als Verlust für die Aufgabe. Aber dafür geht es schneller, ne? Also, warum nicht? Burg wird auf jeden Fall hingezaubert. Gold wird massiv gesammelt, interessanterweise. Aber wahrscheinlich für die Rammböcke einfach. Holz wird dafür stark vernachlässigt. Also ich bin gerade noch ein bisschen am Überlegen, warum so viel Gold.
Gibt's irgendwelche Forschungen, die da wichtig sind? Fertiggestellt. Sir William wird bald hier sein und dann ist es an der Zeit, die Engländer anzugreifen. Okay, die gehen in Holz. Erlove. Ja, wahrscheinlich für Rambücker einfach nur. Holz und Gold. Alles klar. Interessanterweise, und das finde ich gerade ein bisschen faszinierend, wird trotzdem keine Wallace einzige Einheit gebaut. Eingetroffen. Hallo, Wallace. Wobei 5 Paladine und 14 Freischärler, sind das Elite? Das sind sogar Elite. Dann reichen die safe. William Wallace ist ja auch nochmal extrem stark, ne? Ich denke mal, die Armee wird wahrscheinlich reichen. Eine der mächtigsten Einheiten kann in der Burg erschaffen werden. Erschaffen Sie 10 weitere Freischärler. Mhm. Selbst die Galeonen gehen mit zum Angriff. Krass. Vor allem, erschaffe 10 weitere Freischärler. Ist nicht mal ein Nebenziel. Lol. Oh, da werden die Felder leider kaputt gemacht, Mann. Alles für den Arsch. Und da geht die Offensive los. Ich bin mal gespannt. Alle Felder auf jeden Fall im Arsch gleich. Was hat der Rote entgegenzusetzen? Bogenschützen, 6 Stück. Langbogenschützen, 7 Stück sogar. Rechts kommt noch einer. Ja, die Ecke von Rot ist auch relativ gut gerade. Ansonsten, so wie es aussieht, alle Einheiten in der Burg geschützt, weil die halt schwach sind. Nur Freischärler und Paladine in Angriff. Das kann auf jeden Fall eine relativ schnelle Vernichtung für Rot werden dann. Mit William Wallace und seinen Freischärlern an ihrer Seite haben die Engländer ein Problem. Sobald sie über ein großes Heer und viele Belagerungswaffen verfügen, zerstören sie die englische Burg. Mhm. Und die schießen sogar auf die Rammböcke statt auf die Paladine. Ja, dann werden die Paladine hier eben kurz aufräumen. Das ist natürlich sehr schade für den Roten. Interessant finde ich, dass der Turm da oben zerstört wird, weil der bringt gar nichts, leider. Und von der Zeit her sind wir übrigens auch verdammt schnell dabei, ne? Normalerweise geht der Rote hin und wird irgendwann hier einen verbesserten Wall erforschen. Die Türme werden einmal hochgeforscht. Und generell wird hier halt auch, je länger du halt wartest, mehr produziert. Dann hast du irgendwann statt Speerkämpfer noch Pikeniere oder so. Aber all das wurde jetzt quasi geskippt. Und die Chance dazu wird auch gerade vernichtet, indem die Kaserne niedergerissen wird. Yay. Galeon schießt ein bisschen Echo rein. Gebäude werden zerstört. Die Burg wird mit Rammböcken angegriffen. Da besteht keine Chance mehr, dass der Rote irgendwas tun kann. Das ist für ein... Also das ist auf jeden Fall für einen Arsch für den Roten. Der hat verkackt. Wir machen mal ganz kurz ein bisschen schneller, weil jetzt wird nur noch kurz weggerammt. Da wird nicht viel passieren. Wir können mal ganz kurz in die Echo reingucken in die Finale. Aber auch hier, wie wir sehen, ist relativ entspannt. Wir haben jetzt hier immer noch die Startfelder. Eins davon ist kaputt gegangen. Und ansonsten 8 Holzfäller, 6 Gold. Da wurde nicht mehr gemacht. 20 Dorfbewohner ist genau das Cap, was er genutzt hat. Und da fällt die Burg auch schon zusammen. Relativ entspannt eigentlich. Ein guter Run. Und auch die ziemlich englische schnell. Burg bei Falkirk existiert nicht mehr. Die englischen Ambitionen in Schottland werden nun sicher ein Ende nehmen. Wallace' Streitkräfte haben gesiegt. Sehr nice. Sehr, sehr gut. Ja, und wenn wir jetzt mal ganz kurz gucken, ne, weil das ist jetzt theoretisch, würde ich sagen, von den Punkten her doch schon echt solide. Ich meine, ich weiß jetzt nicht, noch nicht, wie die anderen Spieler sind, aber ich hätte jetzt so gesagt, rein von der Zeit her ist er schon sehr gut dabei. Ich meine, ich habe jetzt ja nur meinen eigenen Versuch, mit dem ich vergleichen kann. Ne, von Folge zu Folge können wir immer ein bisschen mehr die Vergleiche aufbauen. Aber wenn ich es jetzt mit meinem eigenen Versuch vergleiche, den seht ihr ja auch am Ende nochmal irgendwann, ist die Zeit schon verdammt gut. Wobei ich aber auch natürlich einen ganz anderen Ansatz hatte, aber ist ja egal. Gefallene Einheiten 0 ist auf jeden Fall fantastisch. Das sind nämlich 5 safe Punkte, egal wie die anderen abschneiden. Und mit der Zeit bist du auch sehr gut dabei. Also ich würde sagen, die Runde tatsächlich sehr, sehr gut. Wird, denke ich mal, sehr weit oben mitspielen. Solange wird zumindest keine starken Plänklerrunden sehen, weil 0 gefallene Einheiten plus eine gute Zeit ist eine saugute Voraussetzung. Trotzdem werden es auf keinen Fall mehr als 10 Punkte, weil auf 3 Punkte wurde wegen dem Plänklern verzichtet. Also mal sehen, ob es dann auch für Platz 1, 2 oder 3 reicht. Aber das war die erste Runde davon. Hier noch ganz kurz die anderen Statistiken, falls sie euch interessieren. Aber ich sage, sehen wir zum nächsten Mal wieder, ne? Ciao, ciao. Also, Frage 1. Wie schätzt du dein eigenes Ergebnis ein? Und was denkst du, wie viele Punkte du erreichen kannst? Also, ich schätze mein Ergebnis relativ gut, da ich sehr früh am Pushen war und auch keine Verluste
hatte, soweit ich mich erinnern kann. Und punktemäßig, denke ich mal, im oberen Mittelfeld auf jeden Fall. Also schubst dich schon selbst als einen der besseren letzten dieser Runde ein. Ich, was übrigens witzig ist, du bist übrigens der Erste, der kommt. Ne? Dein Upload wird der allererste sein. Das heißt, man hat jetzt aktuell noch gar keine Referenz, man hat nur deine Runde. Also ich schätze mich doch schon ganz gut ein, weil ich halt null Verluste habe und weil ich, glaube, keine 13 Minuten gebraucht habe. 12,52 und keine Verluste. Ziemlich schnell uns unterwegs und mit null Verlusten. Das sind 5 Punkte safe. Ja. Ja, hast aber auf die 3 Punkte für die Plänkler komplett verzichtet. Ne? Ja, da hätte ich locker 2 Stunden gebraucht. Okay, also Plänkler, hast du überhaupt versucht oder hast du direkt von Anfang an gedacht, so, boah, weg damit? Ich hätte locker 20 Schießanlagen bauen müssen und durchgehend produzieren, weil die Burg, die zerfetzt einen mit, also One-Shot und also das ist schwierig, sag ich mal so. Es ist möglich, aber es ist ja schon sehr schwer und zeitintensiv. Also hast du direkt gesagt so, boah, Plänkler, ich glaube, da bin ich besser, wenn ich lieber eine eigene Armee baue, beziehungsweise die Armee von William Wallace nutze, reinmarschiere, stell die Burg runter, Himmer und dann ist gut. Also ich hab's erst ganz normal probiert, ohne Zeitstress, ohne alles. Und da habe ich, glaube, 17 Minuten gebraucht. Und da habe ich mir gedacht, ja komm, das geht besser. Ne? Da hatte ich auch, glaube ich, 3 oder 4 Verluste gehabt. Und ja, habe ich dann 2-mal, glaube ich, probiert und dann hat das ganz gut ausgesehen. Ja. Ja, dann ansonsten, ich meine, die zweite Frage war ja schon fast ein bisschen mit involviert. Wie bist du jetzt eigentlich so an den Versuch rangegangen? Also was hast du dir gedacht, so, was du auf jeden Fall machen willst und was war für dich so der schwierigste Punkt an dieser Aufgabe oder an den ganzen Aufgaben? Der schwierigste Punkt war am Anfang, die nötigen Ressourcen zusammenzukriegen, weil ich bin, glaube ich, direkt in die Ritterzeit gegangen und da fehlen dann halt erstmal die ganzen Ressourcen und dann Dorfbewohner ausbilden und so weiter, Ressourcen sammeln und das kostet halt alles etwas Zeit, die dir fehlt, um schon mal Richtung Engländer zu gehen. Ja. Ne? Okay, also am schwierigsten war so quasi dann die ganze Echo mit in Kauf zu nehmen da. Genau. Okay. Sobald man die erste Burg hatte, hat man ja direkt die Armee geschenkt bekommen und kann so durchmarschieren. Ja, lief auch schon ganz gut, ne? Mit Paladin voran, hier vorne weg. Ja. Der hat ja nicht mal Speerkämpfer geschickt, wie ich jetzt gerade richtig im Kopf habe. Ich glaube, da waren sogar nur Langbogenschützen im Weg. Also eigentlich ja, quasi genau. Easy peasy. Ja, nice. Ja, und dann eigentlich schon fast die letzte Frage. Bist du mit dem eigenen Ergebnis zufrieden oder meinst du, hättest du es besser machen können? Das ist eine gute Frage. Es hätte besser gehen können, glaube ich, aber mir fällt gerade kein möglicher Weg ein. Also ich bin ja schon relativ schnell da reingegangen. Und ich denke, vielleicht, wenn ich es mir nochmal selber anschaue, vielleicht finde ich da irgendwie 1, 2 Fehler, die ich hätte besser machen können, aber so gesehen war das Ergebnis doch schon ganz gut, finde ich. Vom Zeit und Verlust war das doch. Ich bin zufrieden. Also denkst du eher so, es ist eine gute Runde gewesen, meinst du bist erfolgreich durchgekommen, im oberen Bereich mit dabei, alles easy. Meinst also für 3, 4 Versuche war das schon ganz gut, finde ich. Also ja, okay, sehr gut. Meinst du, ist jemand besser oder, also ich meine, meinst du, ist jemand schneller gewesen als du? Also besser in dem Sinne? Das ist die beste Frage. Ich denke schon. Also ich glaube schon. Ich meine, du zockst ja fast jeden Tag gefühlt und aber ich glaube, die Mission selber hast du nicht so häufig gespielt. Also vielleicht war es auch für dich eine kleine Herausforderung. Also wenn ich ganz ehrlich bin, die meisten Missionen habe ich eher nur einmal gespielt. Das ist, ich meine, die Masse an Missionen. Ich weiß gar nicht, wie man die alle mehrmals spielen soll. Das ist schon faszinierend. Also ich glaube, den großen Missionen, ja. da habe ich die 2 mal gesehen, aber mehr auch nicht. Also ich muss ehrlich sagen, ich habe von Voglalas von dir bestimmt schon 7 oder 8 Mal durchgeguckt. Perfekt. Einfach weil es so Folge ist, kannst du nebenbei einen Haushalt machen, das ist mega entspannt. Ach, der heult da wieder ein bisschen rum, lass ihn mal ruhig meckern. Das ist wie Balsam für die Ohren, schön. Zwischendurch bist du da komplett am Ausrasten, wunderbar. Ja, das ist doch, also perfekt. Das ist quasi dann so die ASMR-Variante, nur halt in Raging, ne? Perfekt. Super. Ja gut, also für die Frage, wer wär's es gewesen? Wunderbar.